Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin, und wir kommen zum Hivetic oder wie sie heißen, Headset. Das ist ein Bluetooth-Headset in Weiß. Macht einen ordentlichen Eindruck, hat runde Ohrmuscheln, keine ovalen. Ist hier oben auch gepolstert. Ich sehe jetzt auf den ersten Blick, sehe ich jetzt nichts Negatives, also keine Ecken, Kanten oder sonst irgendwas dergleichen. Das Weiß und die Aufdrücke, die Aufdrücke sehen etwas verwaschen aus. Also müsst ihr euch mal Bluetooth hier angucken. Mal gucken, ob, wenn ich das jetzt so mache, müsst ihr das vielleicht ein bisschen sehen. Ja, nee, da sieht das doch wieder, also auf der Kamera sieht es normal aus. Wenn ich hier ruf gucke, sieht es ein bisschen aus. Hier haben wir dann halt den Play-Knopf, vor, zurück, Volume hoch, runter. Und da haben wir das Logo der Firma. Ja, die Plaste macht an sich einen guten Eindruck. Das Leder auch. Ich werde mal jetzt gucken, wo rechts und wo links ist. Hier ist rechts. Und da ist links. Eins, zwei. Eins, hoppala. Eins, zwei, drei. Machen wir lieber drei. Das sieht ein bisschen clean aus, das Headset. Die Bügel ist, was mir jetzt hier nicht gefällt, ist Plastik. Seht ihr das? Das gefällt mir nicht, dass das so Plastik ist. Weil mit einer Feder irgendwie da drin. Weil Plastik ist mir da ein bisschen zu anfällig. Das ist mir ein bisschen zu anfällig. Also das ist ein kleiner Kritikpunkt. Das finde ich jetzt nicht schön. Das Leder fässt sich jetzt hier von den Ohrmuscheln eigentlich recht gut an. Jetzt mal gucken, wie es sich trägt. Ich brauche noch eh mal mehr. Einmal, zweimal. Sitzt sehr gut auf die Ohren, muss ich sagen. Ja. Ein bisschen straff, aber das ist auch ganz gut, dass es straff sitzt, weil sonst wärt ihr auch doof. Ja. Also wie gesagt, das ist, dass es der Plaste ist. Ja doch, man kann rinkratzen. Nee, das ist Plastik. Also das finde ich jetzt nicht so toll. Und auch, dass es da ein Plastikscharnier ist, ja, unten. Also das ist jetzt so ein kleiner Kritikpunkt. Also das finde ich jetzt nicht so prickelnd. Das finde ich überhaupt nicht prickelnd. Aber sonst macht es einen echt guten Eindruck. Vor allen Dingen für den Preis. Für den Preis macht es einen richtig geilen Eindruck. Kostet, glaube, 29 Euro oder so. Und in Weiß für 29 Euro macht es einen guten Eindruck. Jetzt müssen wir erstmal gucken im Hardware-Check-Video, wie wir verbinden mit dem Handy und ob das alles so leicht zu verbinden ist. Da kriege ich eine Nachricht. Und vor allen Dingen, wie der Sound ist. Da bin ich mal sehr, sehr gespannt. Wie gesagt, ihr habt ja denn noch, ihr könnt es per Bluetooth oder per Kabel machen. Ihr könnt auch noch laden. Ihr habt auch noch hier so ein USB-Ladekabel. Ich weiß gar nicht, ob der USB-Ladekabel auch gleichzeitig dafür ist, dass man es mit einem PC verbinden kann. Oder ob man da dann zum Beispiel sagen muss, gut, das ist zum Laden. Aber wenn ich das benutzen will gleichzeitig am PC, müsste ich das jetzt noch nehmen und hätte denn, wenn hier der Akku leer ist, logischerweise zwei Kabel. Das finde ich jetzt nicht so pralle, aber na mal gucken. Das werde ich dann im nächsten Video, also jetzt nicht im jetzigen Hardware-Check, da werde ich im Hardware-Check 2 werde ich das machen, weil ich will das jetzt erstmal hier alles nur testen und ich erstmal gucken, ob es überhaupt am PC geht. Im Hardware-Check ist ja ein Bluetooth-Headset, das ist eigentlich für Handys ausgelegt, deswegen. Aber auch die Polsterte hier oben, wartet mal, so seht ihr das vielleicht ein bisschen besser. Das ist richtig schön gepolstert, also ich komme nicht wie bei anderen Headsets hier oben an das Plaster ran. Macht sich sehr, sehr gut. Macht sich wirklich sehr, sehr gut. Aber das mit dem Plaster nervt mich ein bisschen. Aber egal. So, dann würde ich jetzt sagen, Hardware-Video ist erstmal beendet. Wir haben uns hier das mal angekickt. Ja,
Das Weiße, also das Plastik fässt sich auch irgendwie so gummiert an, irgendwie. Nicht wie normales Plastik, eher so wie so, wie so ein gummiertes Plastik irgendwie. Hier unten, das fässt sich an, so richtig glatt, so wie Plastik, ja, hier. Das fässt sich an wie glattes Plaster, aber hier oben und ganz alles an der Seite und so, das fässt sich eher so, auch die Ohrmuscheln hier, die fassen sich so ein bisschen gummiert an, so ein bisschen, kann es schlecht beschreiben, also hat ein gummiertes, wie, so irgendwie, weiß ich nicht. Bisschen wie ein PlayStation-Controller, das Gummi. Also vom PlayStation 4-Controller so ein bisschen. Aber auch nicht ganz. Ja, egal. Das Hardware-Video ist jetzt hiermit gegessen. Wir werden jetzt den Hardware-Check machen. Und da werde ich jetzt mal versuchen, mit meinem Samsung Galaxy S5 zu verbinden. Bis dahin verabschiede ich mich. Ahoi, sagt euer Odin.